Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Die Fußballschule von Michael Rummenigge startet zu Ostern die Fußballcamp-Saison auf Sylt. Der Autozug Sylt wird nicht wie eigentlich geplant an den Osterfeiertagen auf die Schienen kommen. Am Freitag fand im Rahmen der Wenningstedter Hundstage eine Wattwanderung für Frauchen und Herrchen statt. Am Freitag verwandelte sich das Campus in Kampen in ein Shoppingparadies. Am Abend vor dem Syltlauf fand im Kongresszentrum in Westerland die große Nudelparty statt, bevor dann am Sonntag pünktlich um 10 Uhr in Hörnum der Startschuss für den Syltlauf fiel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Eine gute Woche für Sie. Bis dahin. Tschüss. Die Fußballschule von Michael Rummenigge gastiert in dieser Saison wieder auf Sylt für das Ostercamp, das vom 28. März bis zum 1. April im Syltstadion in Westerland läuft, gibt es noch Teilnahmeplätze. Sowohl Jungs als auch Mädchen ab 6 Jahren können dort mitmachen. Das Camp beinhaltet 5 Trainingseinheiten à 2 Stunden. Das Training erfolgt unter professionellen Bedingungen. Ausgestattet werden die Kids von Adidas. Der Teilnahmepreis beträgt 199 Euro. Im Sommer finden 8 weitere Fußballcamps auf Sylt statt. Die genauen Termine dafür finden Sie unter www.fußball-schule.de. Das Sylt-Shuttle bleibt auch in den nächsten Wochen weiter konkurrenzlos auf den Schienen. Wie RDC auf unsere heutige Nachfrage hin mitteilte, wird der Autozug Sylt an den Osterfeiertagen nicht auf der Strecke Nibel-Westerland zum Einsatz kommen. In dem dynamischen Verfahren um die Zulassung der Wagen kommt es zu normalen Verzögerungen. RDC muss Nachbesserungswünschen nachkommen. Sobald die Wagen zugelassen sind, werden für 2 Wochen pro Probefahrten zur Schulung des Personals durchgeführt. Danach fällt dann der endgültige Startschuss für den Autozug Sylt. Auf den Flachwagen, und das steht jetzt schon fest, dürfen nur Fahrzeuge mit einer maximalen Breite von 2,20 Meter befördert werden. Wann genau der erste reguläre Autozug Sylt Urlauber auf die Insel bringt, bleibt allerdings noch offen. Einen spannenden Vormittag erlebten am Freitag Fritz und Co. bei einer Wattwanderung für 2- und 4-Beiner. Im Rahmen der Wenningstedter Hundstage, die gerade stattfinden, hatte die Naturschutzgemeinschaft Sylt zu der tierischen Unternehmung auf dem Sylter Meeresboden eingeladen. Tim, der 20-jährige Wattführer, der momentan bei der Naturschutzgemeinschaft sein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert, hatte viel Informatives über die Pflanzen und Tiere, die im Watt leben, zu erzählen. Wattwurm, Muscheln und Co. gab es zu entdecken. Frauchen und Herrchen genossen das besondere Naturerlebnis im Nationalpark Wattenmeer. Seit 2009 gehört der besondere Naturraum auch zum UNESCO-Weltnaturerbe. Auch deshalb müssen unsere Hundefreunde im Watt immer an der Leine gehen. Die Vierbeiner erkundeten das Watt vor List mit all ihren Sinnen und erlebten einen aufregenden Spaziergang. Die Naturschutzgemeinschaft Sylt führt regelmäßig Wattwanderungen durch, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Die genauen Termine dazu finden Sie auf der Homepage der Naturschutzgemeinschaft. Im Campus startete pünktlich um 10 Uhr am Freitagmorgen der beliebte Second-Hand-Markt. Der große Saal wurde zum Shoppingparadies für alle Schnäppchenjäger. Die hochwertige Damen-, Herren- und Kinderbekleidung aus zweiter Hand fand reißenden Absatz. Denn es gilt, wer zuerst kommt, kauft zuerst. Zudem gab es Spielsachen, Schuhe, Taschen und Accessoires. Bereits kurz nach 10 Uhr stöberten die kauflustigen Gäste durch die Kleiderständer und wurden fündig. Im Foyer wurden die Besucher mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Auch am morgigen Samstag können sie noch einmal ab 10 Uhr im Campus shoppen gehen.
Kohlehydrate bunkern, hieß es am Samstag bei der großen Nudelparty im Kongresszentrum in Westerland, die immer am Tag vor dem Syltlauf stattfindet. Die Sportler bekamen dort ihre Startnummern. Syltlauf-Souvenirs konnten gekauft werden. Viele Läufer kennen sich schon und sind jedes Jahr dabei. Der Syltlauf findet im 35. Jahr statt, veranstaltet vom TSV Tinnum 66. Die vielen freiwilligen, fleißigen Helfer des TSV haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Die Vorbereitungen nehmen viel Zeit in Anspruch. Der Syltlauf ist seit vielen Jahren ein tolles sportliches Aushängeschild für Sylt. Viele insulare Firmen und Institutionen unterstützen das Event. 33,33 Kilometer liegen morgen vor den Läuferinnen und Läufern von Meeresgott Ecke Neckepen auf die Strecke von Hörnum nach List geschickt.